Guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zurück zu DayZ Origins. Da oben steht Random. Guten Tag. Ja, ihr verwundert euch bitte sicher, warum hat der keinen Jellysuit mehr an? Ganz einfach. Ich bin gestorben, da wir... wann war das? Vorgestern? Puh, ja. Also vorgestern. Ein paar Tagen sind wir zufällig in einen Kampf geraten. Wir standen mitten im Wald und auf einmal waren wir zwischen den Fronten von dem AP-Clan und noch irgendwelchen Leuten. Ja. Und es hat mich erwischt. Der Leitian konnte sich noch gerade eben ausloggen, weil sie ihn dann gewarnt hatten, nachdem sie mich erwischt hatten. Genau. Und ich bin dann abgehauen und jetzt sind wir hier in der Nähe von Sabina. Eigentlich wollten wir uns jetzt hier mal nach einem neuen Auto umgucken. Wir wollen mal ein bisschen was tun. Genau. Vielleicht finden wir heute ein bisschen Action für euch. Ich habe heute noch ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Wenn das stört, dann kann ich da auch nichts dran tun. So, ich werde erstmal einen Blick über Sabina. Da läuft schon einer. Wo ist denn da? 700 Meter in Sabina. Stimmt, wir beide sagen immer da. Ich hole mal die Binokulars raus. Welche Himmelsrichtung? Genau Nordosten. Da ist so ein... Siehst du dieses... Wo steht Neuta? Könnte eine Schule sein oder eine Galerie oder so. Eine Galerie ist das? Dahinter. Auf der Straße ist einer lang gelaufen. Okay. Der könnte jetzt natürlich da drin sein. Nee, da läuft er. Hinten zu den... hat ein Gillis. Nee, da... Ich kann ihn nicht identifizieren. Letzte Hauserreihe. Siehst du die? Mhm. Da in dem Garten drin. In diesem Park. Da läuft er rum. Ich konnte ihn nicht identifizieren. Mein Zeroing geht auch nur bis... Ach doch, das geht bis 800 Meter immer. Wo halten sich denn die Banditen auf? Also 800 Meter Zeroing, das ist aber mehr als 800 Meter. Es sind gut 800. Nicht, dass uns jetzt hier oben jemand sieht. Ja, ist natürlich gut möglich. Und wo sollen hier die Guards sein? Jetzt sind wir das erste Mal in... Stimmt. Komm, wir fragen mal. Ach nee, wenn wir jetzt fragen, wo in Sabina sind die Guards, dann wissen sie, dass wir hier sind. Aber auf den müssen wir natürlich aufpassen. Das heißt, da hinten... Da unten sind noch Zombies, die sind wahrscheinlich noch von ihm da. Ja. Aber ansonsten... Ja, wir waren gestern auf dem Weg hier zu Sabine, haben wir einen Heli entdeckt. Genau. Und prinzipiell suchen wir für den nur noch einen Rotor, wenn der natürlich noch da stehen sollte. Wenn der da stehen sollte, ja. Unser Auto ist auf dem Weg kaputt gegangen, weil ich einen Lenkfauxpas begangen habe. Und dabei ist uns die Karre leider verreckt und dann haben wir uns hier bei Sabine ausgelockt. Ja, ich würde sagen, arbeiten wir uns erstmal ein bisschen vor, oder? Ja, runter mal zu dem... Straßenbahndepot, vielleicht geht dort was. Genau, vielleicht finden wir da was. Der Ritter vom Nies am Start und der fragt, ihr seid die Banditen. Und alles sind Banditen. Der Sister ist aber kein Bandit. Nee, der Sister nicht. Hör deiner Schwester zu. Hör deiner Schwester. Nee, listen up, Sister heißt ja. Schwester. Vielleicht guckt er das ja hier sogar. Das wäre ja ein Dingen. Dann Grüße nochmal persönlich. Grüße und danke für das Abholen. Nochmal. For saving our very royal ass. Die Aufnahme findet übrigens hier am Frohen Leichnam statt. Deswegen nochmal Grüße an Bernhard, die wieder heute arbeiten muss. Ja. Der hat aber meine Freude schon auf Twitter zu spüren. Der da arbeiten muss. Auch aus Berlin. Auch an dieser Stelle nochmal Grüße an Hundeliebhaber aus Berlin. Auch an Hundeliebhaber aus Berlin, genau. Man kann sogar hinten in das Werk reingucken. Das ist natürlich richtig geil. Aber ob man da durchschießen kann, die Frage kann ich an dieser Stelle noch nicht beantworten. Ich befürchte nicht. Moment, habe ich nicht... Ich habe doch eigentlich zwei Magazine am Stiesel. Na, sogar drei. Ich muss mir mal gerade ein bisschen Kampfausrüstung zusammendingsen. Das heißt, Painkiller bereitlegen. Okay. Wenn es mal kritisch werden sollte und wir uns konzentrieren müssen, kann es sein, dass wir etwas stiller werden, weil man muss natürlich horchen, man muss gucken. Dann bitte entschuldigt das, dass wir euch nicht ein drittes Ohr an den Kopf labern, sondern dass wir dann versuchen, die Situation zu meistern und siegreich daraus hervorzugehen. Positionsangabe von Leitian bitte jetzt.
hinter mir, ne? Ich bin direkt gerade deine Schritte, ja. Links daneben dir. Links neben dir, okay. Roger Zett. Rogadas. Rogadas. Oh, was liegt denn hier? Mein Name ist Das. Rogadas. Rogadas. Roga. Roga ist so ein schöner Name. Und ich nutze täglich Duschdas. Duschdas. Shower that. Shower. Oh, hier kommt man, glaube ich, gar nicht lang. Doch, da hinten. Ja, doch, man muss einmal rumgehen. Ich habe so Rückenschmerzen, ich kann nur gebückt gehen, ja, nur auf der X-Modus. Auf der X-Modus. Was geht hier? Ist übrigens ein Casino. Strielke. Casino Strielke. Das ist richtig cool. Schüsse oder was? Ich habe, glaube ich, auch was gehört. Hier steht ein Auto. Hier steht ein Autokin. Aber der ist leider komplett kaputt. Ein URZ, ein schöner URZ ist nicht drin. Und ich habe auch Schüsse in der Stadt gehört. Richtung Ost. Hast du nicht eine toolierende Box? Nee, immer noch nicht. Nee, da können wir auch nichts rausklauen. Gehst du vor? I cover your back? Warte mal, ich muss mal eben schreiben, warum nicht hier im Chat. Warum fährt ihr hier nicht zum Hero? Das ist doch total easy going. Hier ist es wirklich leicht, ja. Ich muss mal gerade Moment. Wenn ich ständig Heroes angreifen. Nee, das war falsch. Cannot fire. Ein bisschen lauter machen. Cannot fire. So, mal eben kurz klargestellt, dass das nicht schwer ist, weil du das schon geschafft hast. Das ermuntert natürlich dann auch die kleinen Leute, die dir nacheifen, essen. Nacheifen, ja, hallo Deutsch. Na ja, nach hallo Deutsch. Hallo Deutschland. Hier liegt ein Rad, glaube ich. Hier liegt ein Rad. Ein Rad. Gestern ein haben Rad. Wir so, haben uns den Arsch abgesucht nach einem Hier Rad. Hier liegt ein Rad. Aber ich komme auch nichts. Rein. Sollen wir jetzt das Rad? Nein, komme ich nicht. Nee, wir nehmen das Rad nicht mit, oder? Doch, ich nehme das Rad mit. Sollen wir es hinten an den USC dran machen? Was machst du da? Ich habe mir in mein Gear gegangen und geguckt, ob ich Plays habe. So, einen Blick rauswerfen hier durch die geschlossene Tür. Das geht mit einem ganz einfachen Bug. Einfach die geöffnete Tür nehmen. So, Carwheel ist am Start. Mit Trenching Tool habe ich am Stissel, falls ich noch ein Haus bauen möchte hier. Hättest du denn Platz für... Ich würde dann Platz schaffen. Ich würde Platz schaffen, ja. Hier ist eine Pickaxe, habe ich da eine? Nein, jetzt habe ich eine. So. Aber sonst... leider ist hier nichts, ne? Guck mal, hier kann man nicht drüber gehen. Wenn ich mich jetzt hier mal analysieren lassen möchte. Ne, geht nicht. Wo bist denn du? Hier auf so einem Wagenheber-Dings. Ja, das war wohl nichts. Hm. Hier liegt eine Cola, kein Pepsi, der trinke ich dir. Zwei Stück, komm, wir trinken eben einen hier. Ja, ja. Ich gebe einen aus. Cool, ey, das habe ich gefunden. Einen liegt hier noch. Eine schöne Soda. Eine Soda. Aus dem Hause Pepsi. Ja, Pepsi, das ist ja auch so ein Gesöff, was man gerne trinkt, wenn man zunehmen Gesöff. Möchte. Apropos Fettseminar. Ich habe nur hier Empty Soda Can. Wo hast du die? Ah, liegt Ach, die da. Ach da, hier. Ja, hab's schon. Have you found it? Und das da hinten ist übrigens das Schiff, das ist hier mal gestrandet. Wie auch immer das hier hingekommen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Captain Blaubeer hat das gefahren. Ach, der war ja bestimmt besoffen. Mhm. Captain Baloo-Bär. Vielleicht finden wir ja genug, um den UAZ flott zu machen. Die Reifen, Motorteile, alles, also? Alles, ja. Das Blöde ist, zu Hause habe ich es alles liegen, weißt du, aber das Zuhause ist weit weg von hier und, Vielleicht können wir die dann mit Knicklicht tanken. Da ist ein zombösiger Mann. Auf der Street. Meine Statistik ist gerade sehr geil. Ich habe 7 Zombies gekillt. Ich bin nicht richtig gut. Sollen wir mal ins Neuter gehen? Da gibt's sexy Girls an den Wänden. Mhm, gehen wir ins Neuter. Das ist doch, glaube ich, das Neuter, wo wir den gesehen haben. Ja, das ist das Neuter, wo wir gerade drauf geguckt haben. Das heißt, Attention, Attention. Aber ich sehe nur ein Sonnenböhnchen und da hinten ist nochmal Industry. Das ist vielleicht von Vorteil.
Wir sind jetzt auf der Insel, wo wir nicht unsere Häuser haben. Und auf der Insel geht so ein bisschen spawntechnisch, was so Autos angeht und Helikopter und Balsen-Knabberkekse geht hier ein bisschen mehr. Ach, die Balsen-Firma ist, glaube ich, auch hier, ne? Ja. So, Achtung, Achtung, das ist eine Bank hier. Die Neuter Bank. Ne, da habe ich die doch verwechselt. Irgendwo gibt es hier auf jeden Fall noch sowas, so eine Galerie mit Bildern. Aber hier hängen auch hübsche Männer an der Wand. Die weiblichen Zuschauer dieses Let's Plays, was liegt hier? Schön. Bruder can cope, mein Gott. So Halbglatzen sind, kommen bestimmt immer gut an. Wie ich dabei habe, ich bin so cool. Kommt man hier nicht doch, kommt man. Ja, hier liegt aber auch nur wieder Mülleken, ne? Mülleken, ne? M1911 habe ich schon. M1911 Pistole? Yes. Ja, nehme ich mal mit. Der Rockstar möchte gerne mitgenommen werden, aber Rockstar, wenn du die mitnimmst, dann hast du natürlich auch mal direkt AIDS und Cholera am Start. Da hast du auch die Drogenpartys direkt im Haus. Ja, das ist immer so ein Problem. Die M1911 muss nachgeladen werden, das mache ich mal eben wacker. 7 Schuss habe ich jetzt am Start. Machst du das wacker? Mhm. Big Jerry Cans. Ja, wir haben gestern eine Big Jerry Can gefunden, aber die hat uns nichts gebracht eigentlich. Ja, das Leben liegt hier. Was zu essen wäre cool, dann könnte ich direkt das essen und wegwerfen. Jawohl, Baked Beans. Gebackene Bohnen. Gekackte Bohnen. Oh ja, geil, ich hab mich... Nein! Nein, ich steck im Boden. Dann fau dich da raus. Ja, du bist gut. Wo bist du denn, in welchem Boden? Hier im Beet. Im Beet? Hallöchen. Ja. Ab ins Beet, habe ich mir gedacht. Ab ins Beet. Vox. Der Vox-Fan. Oh, ich hab's geschafft. Ich wollte da ins Beet halt rein, ne? Lighty ist ein richtiger Vox-Fan. Wenn ich mal gehe mal ins wollt, Industriegebiet. Mal so ein Premium, das ist scheiße, da, das Industriegebiet. Nee, da kann man rein hier. Ja, aber ist trotzdem scheiße, da spornt nichts. Das spornt nichts. Das spornt nichts. Also wenn ihr Lighty mal was Gutes tun wollt, dann schenkt ihr ihm mal so ein paar Premium-Zugänge bei Vox. Nee, Jerry Can ist hier nur drin. Da freut er sich ganz bestimmt. Komm ich da... Muss ich das jetzt erstmal wieder... Oh, lecco mio, ey. Jetzt muss ich das erstmal wieder hier reinpacken. Kannst du nicht die Jerrycan mitnehmen? Oder warte, wir machen das anders. Wir machen das anders. Du kannst bei dir in der Nähe. Doch, ich bin noch gerade ins Industriegebiet gegangen, ja, was gegenüber von der Neuterbank war. Ja, ich wollte aber, dass sie hinter der Bank war. Da will ich mal eben hin. Weil ich habe den falschen Weg genommen. Jetzt werde ich gleich erschossen, weil ich so cool bin. Weil ich so cool bin. Ja. Yeah. Ich gehe mal hier hoch. Das ist natürlich jetzt auch wissen, wenn es einen gibt, der... Läufst du gerade mal in die Neuterbank rein? Nein, ich glaube davor rum. Okay. Der da oben im Wald liegt und drunter snipert. So ein kleiner Bandit-Man. Bandit-Po-Pandit. Hallo, hallo. Ja, da möchte der Nighthawk auch mal was sagen. Der Nighthawk, hallo. Hallo, Nighthawk. Hier steht die nächste Karre. Vielleicht geht's der etwas besser. Der geht's etwas besser, die hat, glaube ich, ein Rad. Die hat ein Rad ab. Was liegt denn da? Ich laufe weiter. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh ja, wir sind auf Schutt gekommen. Nee, da muss man natürlich erstmal stehen bleiben. Fuel Tank Parts brauchen wir auch. Fuel Tank Parts sind das, glaube ich. Aber erstmal ein Empty Tin Can hier am Start. Ah, sonst kommt man da nicht gut dran. Ah, Sabina, Sabina, Sabina. Sabina, oh, Shooting Sabina, Parts sind Sabina am Start hier. Ja, jetzt bräuchten wir nur noch 3 Reifen und Engine Parts. Und dann haben wir alles. Jetzt gucke ich mir jetzt hier den Pickup an. Hier ich kann ihn ja nicht analysieren. Hier ist so Windscreen Glass, hier ist voll viel. Weil ich keinen Toolbox habe. Aber der hat überhaupt keinen Reifen. Das heißt, im Grunde stehen wir weiter vor dem Nichts. Ohne Toolbox können wir nichts machen. Oh mein Gott, der Zombie-Man-Cam. Ich komme mal in deine Richtung. Ich bin hinter der Bank in so einem... Oh, ich habe einen Zombie am Stissel. Mit dem laufe ich jetzt gerade ein bisschen hier rum. Hallo Zombie. Ja, wenn ich da lang laufe, hätte ich auch einen.
Ah, ich glaube, ich bin schon losgeworden mit einem ganz normalen Trick, nämlich blinde Kuh und Topf schlagen. Ach, die Zombies spielen das, glaube ich, gerne. Also hier der hinten, dieser Pickup, der wäre auch nicht schlecht. Ich komme da jetzt aber gerade nicht so hin. Das ist das Problem. Ich bin schlau. Ich bin schlecht gelaufen. Bist auf der anderen Seite, ne? Ja. Komm nicht lang. Das hatte ich auch, das Problem. Ja, aber hier sind ganz viele Zombies. Ich glaube, we have to shoot now. Seht ihr aber wirklich lange raus. Weil, ja, ich komme hier aber auch nicht vorbei, ohne auf die Zombies zu schießen. Ach, jetzt hat mich schon einer hier. Ach, warte, ich lock den in die Bank rein. Also hier hinten sitzt wieder frei. Also wenn du in der Bank hast und dann direkt wieder rauskommst, dürfte das hier hinten kein Problem mehr sein mit den Zombönchens. Ach, der krabbelt. Das ist ein Krabbler. Das ist ein Krabbler. Schön umgangen hier und jetzt geht es weiter. Komm jetzt um die Ecke. Oh, wow. Das ging so schnell, habe ich jetzt nicht gelesen. The Slayer und Q wurde von Dustburn erledigt. Frage ist halt, was machen wir? Laufen wir jetzt hier rum und suchen Teile und bauen jetzt schon mal da was ein, um den Rucksack frei zu haben? Ja. Da war ein mittelgroßer Kampf am Start. Aber nicht in der Nähe, denn ich habe nichts schießen gehört. Nee, ich auch nicht. Pass auf, ich werde das Ding schon mal versuchen zusammen zu bilden. Hier kannst du gerne Windscreen Glass nehmen, das bringt dir dann auch schon mal was. Ich fange links vorne an. Ja. Mit dem Wheel. Lady Wheels of Steel. Müssen wir einfach gucken, wie wir uns das Ding zusammen schustern können. Schustern. Kann ich dir dann in Alice Pack hinten die Motorteile reintun? Nee, die passen nicht. Warte. Doch, 5 hast du Platz. 1, 2, 3, 4 nehmen die nur. Okay, dann pass rein. Nicht, dass sie dann auf einmal wack sind. No. Okay, 20 Liters of Fuel. Ich stelle andere Fuel Parts mal hier so rein. Also die leere Fuel-Dings, meine ich. Genau. Drop. Und ich räume hier schon mal die Spawn-Points leer. Genau, und dann können wir ja hier die Industriegebiete so ein bisschen ablaufen. Genau. Denn ohne Auto, das wisst ihr, Freunde, sind wir hier aufgeschmissen. Ja, ohne Auto geht nicht. Also, wir haben jetzt hier kein Auto in der Nähe. Das ist fatal. So geht das nicht. Ach, ich komme hier nicht durch. Hast du zufällig gerade ein bisschen Hunger auf Pasta? Hätte ich im Angebot gerade. Liegt dort hier? Ja, ich würde es ja jetzt hier dann dir gleich in den Rucksack tun. Ja, das ist okay. Tu mal.